Hallo, hier ist Juno und willkommen zurück zu Let's Play Okami. Und schaut mal, der Hundesucher, ne? Wer hätte das gedacht? Wir haben also definitiv einen Hund hier in Dorf Kamiki. Das bedeutet, ganz genau. Und ihr könnt euch mit Sicherheit auch denken, welcher Hund das ist, aber zu dem gehen wir gleich, denn vorher gibt es hier noch etwas zu holen. Genau, mit diesem Blümchen können wir hier jetzt nach oben gehen. Und das sah interessant aus. Aber gut, hier haben wir noch was. Ein Kleeblatt. Ja, ach komm. Schöner Kreis. Und kriegen wir noch mehr Glaube. Das passt auf jeden Fall. Oh. Okay, und oh, wow, da unten ist doch was. Ich hab's genau gesehen. Ach komm. Jap, jap, jap. Das ist meins. Komm hoch. Danke. Dass eine Vase im Wasser hochtreibt, das glaube ich zwar eher weniger. Aber so ist das hier nun mal. Ja, also wenn du kein Hundekrieger bist, dann weiß ich auch nicht. Wie lange hast du vor, hier nur zu sitzen? Du erinnerst mich an eine bestimmte Statue, die ich irgendwo mal gesehen habe. Hayabusa, ist das der Hundesucher? Bist du gekommen, um mich zurück zu meiner Herrin zu bringen? Ganz genau so ist es. Aber ich werde hier nicht weggehen, wenn das Fest... Was denn? Das Fest wird bald beginnen. Ja, aber wir brauchen dich. Du machst wohl Witze. Du bist ein Satomi-Hundekrieger und du ignorierst den Ruf einer Priesterin, um auf das Fest zu warten. Komm heute Nacht wieder her. Wir müssen von Mann zu Mann reden. Von Mann zu Mann? Meinst du nicht eher von Hund zu Wolf? Ja, das ist wahr, aber der will auf jeden Fall warten, bis es dunkel ist. Anscheinend möchte er ungestört mit uns reden. Ich denke mal, dann werde ich mir jetzt die Zeit gönnen, bis es dunkel wird und gucke mal, ob ich an diesen einen Schatz komme, weil was anderes gibt es hier eigentlich gerade nicht zu tun. Jetzt nur die Frage, ob ich das on- oder offscreen mache. Ist natürlich doof, aber ja, der will auf jeden Fall jetzt noch nicht. Aber gut, dann versuchen wir es mal. Wie viele Versuche brauche ich, um da an das Ding ranzukommen? Heppa! Ach komm! Das war echt ein guter Sprung. Das war ein wirklich guter Sprung. Ich bin nur knapp vorbei. Aber ja, wie lange kann es dauern? Dann kann ich ja erstmal einen Cut machen, außer ich kriege es hin. Okay, machen wir so. Nummer 2. Hm. Ah, cool. Das ist runtergefallen. Das passt. Haben wir die Glasperlen auch bekommen. Alles klar, aber dann werden wir jetzt warten, bis es Nacht wird. Ja, wahrscheinlich habe ich das jetzt bis hierhin nicht geschnitten, weil es ja doch relativ fix ging. Er ist voll daneben gesprungen, aber dann passt das. Gut, dann würde ich sagen, wir warten auf den Einbruch der Dunkelheit und ich sage mal bis gleich. Und da bricht die Dunkelheit endlich ein. Sehr gut. Und ich sehe gerade, dass wir hier was ausbuddeln können. Ha, 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 dann machen wir das doch. Sage ich ja, in der Nacht sieht man die Sachen deutlich besser. Und ein Schätzchen. Libellenperlen. Dankeschön. So, aber der gute Hund hier hat ja auf uns gewartet, nicht wahr? Mann gegen Mann, Faust gegen Faust. Okay, meinst du nicht einen Hund gegen Wolf, Pfote gegen Pfote? Lass uns diesen Armleuchter so... Was lässt du diesen Armleuchter so mit dir reden, Ami? Jupp, der will erstmal kämpfen. Von mir aus. Dann zeig ihm mal, was es bedeutet, der neue König im Löchergraben zu sein. Stimmt, das sind wir, oder Königin von mir aus. Der nächste Hundekrieger will eins aufs Maul. Weil wollen sie ja alle gegen uns kämpfen, ne? Na komm her. Erstmal kriegst du eine dicke Bombe. Ach komm, du bist ja mal drauf. Du kannst... Ah, schaut mal, er benutzt beim Kämpfen. Ach Mensch, der hat uns wirklich eingebuddelt. Stimmt, wenn er das hinbekommt, dann nimmt er uns die ganzen Tintenfertigkeiten weg. Muss man ein bisschen drauf aufpassen. Ups, schlitzen. Genau, wenn er das machen will, einfach schlitzen. Und eine Bombe nebendran. Die zieht auf jeden Fall ganz gut. Oh nein, 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 nein. Ja, ja, das ist das Schlimmste. Er versucht uns immer anzupinkeln. Oh, der ist auch ein bisschen fieser, ist der. Na komm. Willst du schon wieder buddeln? Nicht mit mir. Na komm. Na komm. Nee, nee, wir bleiben auf Distanz. Es ist mir jetzt zweimal passiert, das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Mensch, aber Kraftstreich bringt gegen dich nicht so viel, ne? Nee, 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 nee. Distanz. Hm, der ist aber ein bisschen fies. Muss ich ja fast sagen. Ich krieg gegen den wirklich keine gute Wertung. Na komm her. Sauber. Geisterkugel M noch bekommen. Ja, der war schon ein bisschen stressiger. Gebe ich gerne zu. Der war stärker. Das spiegelt sich bestimmt in der Wertung, ja. Nur okay. Ah, okay, jetzt musst du aber einiges erklären, Hündchen. Warum ignorierst du den Ruf der Priesterin, um auf das Fest zu warten? Ich bin nicht der echte Hayabusa. Der echte Hayabusa starb zusammen mit Mushis Vater, als sie von Monstern tief im Wald angegriffen wurden. Ich kam gerade zufällig vorbei, aber es war schon zu spät.
Kurz bevor Hayabusa starb, bat er mich, Mushi zu beschützen. Er sagte vorher, dass ein böser Pfeil aus dem Himmel kommen würde. Ein Pfeil, der Mushi töten würde in der Vollmondnacht. So kam es, dass ich hier in diesem Dorf lebe. Ich warte hier auf den Vollmond während der Festsaison. Niemand bemerkte, dass ich nicht der echte Hayabusa bin, da wir von der gleichen Art sind. Die Vollmondnacht steht kurz bevor. Ich darf mich nicht von hier wegbewegen. Es ist meine Pflicht, Hayabusas letzten Wunsch vor seinem Tod zu erfüllen. Ich muss Mushi beschützen. Das heißt, du kommst nicht mit, ha? Huh? Habt ihr die Truhe da gesehen? Oh, cool. Haben wir jetzt die Kraft dieser Hundekugel? Loyalitätskugel. Wir haben eine Satomi-Kugel der Macht erhalten, Ami. Was sagt er doch gleich, hat Hayabusa vorausgesagt? Irgendetwas von einem Pfeil, der Mushi töten würde. Das ist aber keine lustige Geschichte für so eine festliche Zeit. Ich hoffe, da spielt keine Verbindung zu der Legende über Orochi und dem Pfeil. Aber merken wir uns das. Gut, mehr hast du auch nicht zu sagen anscheinend. Dann würde ich sagen, holen wir uns auch diese Truhe hier, wo die Kamera eben so explizit darauf hingewiesen hat. Und holen uns hier den Exorzismus essen. Alles klar. Hast du sonst noch was zu sagen, Hündchen? Sonst gehen wir wieder. Du kennst diese alte Legende, stimmt's? Orochi, ein schreckliches Monster, das in einer Höhle außerhalb des Dorfes lebte, feuerte einen weißgefiederten Pfeil auf das Haus des Opfers, das ihm während dem herrlichen Fest geopfert werden sollte. Dieses Kind Mushi kann doch unmöglich das nächste Opfer sein, oder? Es gibt keinen Grund, sich darüber Sorgen zu machen. Es ist meine Pflicht, Hayabusas letzten Wunsch vor seinem Tod zu erfüllen. Ich muss Mushi beschützen. Ich meine, wie kommt ein alter Hund dazu, eine solche Vorhersage zu machen? Wer weiß, wie viel daran tatsächlich dran ist, dass dieser Mushi durch einen Pfeil sterben soll. Wir werden sehen. Aber ich denke mal, es wird Zeit, noch einmal zurück in den Hagata-Wald zu gehen. Und auf dem Weg dahin würde ich gerne nochmal beim Dojo vorbeigehen. Ich möchte keine Kampftechnik, nein. Aber ich glaube, dass da irgendwo noch ein Kleeblatt ist und es wurmt mich, dass ich das noch nicht geholt habe. Deswegen schauen wir da nochmal ganz kurz rein. Und schaut mal, was ist das da oben, ne? Und schaut mal, wir sehen auch noch da oben dieses Sternbild. Ja, ich glaube, wir sehen alle Sternbilder auch immer am Himmel, die wir so gefunden haben. Das ist auch ein recht interessanter Touch. Ach komm, Okami, weißt du. Na gut, du hast immer noch Speed. Ah, willst du jetzt mit mir reden? Na, machen wir gleich. Wir reden gleich mit dir. Ich will nur vorher sehen, ob ich jedoch nicht etwas vergessen habe. Danach können wir uns gerne um dich kümmern, Postbote. Ja, ist schon sehr offensichtlich, dass der was von uns wollte, ne? Aber ich dachte, hier wäre noch was. Ich bin eigentlich relativ sicher. Aber ich sehe hier nichts. Okay. Ich bin der Meinung, hier ist eigentlich noch ein Kleeblatt. Gut, ein Kleeblatt bringt halt nur in Anführungsstrichen extra Glaube. Aber extra Glaube ist extra Glaube. Gut, dann schauen wir mal, wo der Postbote hin ist. Vielleicht möchte er nämlich jetzt mal nochmal mit uns reden. Vorhin hat er gesagt, er ist noch am Brief. Oder was heißt vorhin? Vor drei Parts oder so hat er gesagt, er wäre noch am Brief austragen und muss sich beeilen. Laufen wir ihm mal entgegen. Der ist ja so schnell. Den müssen wir doch gleich erwischen. Na, wo bist du denn? Oh, habe ich da etwas nicht gesprengt? Echt? Interessant. Ein Grund. Ach, geh weg. Dann erstmal du. Ich laufe schon wieder auf 110% heute. Also, was möchtest du? Was ist das für ein Funken in deinen Augen, Hündchen? Willst du ein Rennen? Okay, Ida, der Blitz wird dir ein Rennen liefern. Ganz genau. Es ist aber nicht wirklich ein Rennen. Was wir nämlich machen müssen, ist ihn einfach mal zu rammen, um ihm zu zeigen, dass wir schneller sind als er. Und ich will nicht von diesem Gegner getroffen werden. Ist halt ein bisschen fies. Normalerweise würde ich ihn sofort nach 2-3 Sekunden tackeln. Aber das ist halt fies. Wenn die Gegner versuchen, uns dabei zu nerven. Die Mucke dabei ist auch gut, ne? Komm her. So, das müssen wir machen. Du hast mich bereits eingeholt, das hätte ich nie gedacht. Aber du bist ein echter Sprinter, Hündchen. Das ist ein Punkt für dich. Danke dir. Und ein bisschen Glaube bekommen. Das ist, aber so viel kann ich sagen, nicht das einzige Race gegen ihn. Der wird uns nochmal herausfordern. Aber, ja, hier war ich noch gar nicht drin. Was haben wir denn hier vergessen? Ein Schätzchen. Noch einmal Exorzismus S. Und merkt euch auch, dass es hier wieder so eine Statue gibt. Ist dahinter was? Das wäre es ja jetzt gewesen. Nee. Okay, dann hätten wir für den Moment auch anscheinend alles erledigt, was wir im Moment hier auf dem Shinshu-Feld machen können. Aber ihr könnt euch denken, dass wir hier definitiv nochmal... Oh, da war was. Da war was. Ach, das ist nur ein Häschen. Ich dachte, es wäre hier was zum Buddeln gewesen. Okay, dann war das nur das Häschen, was ich gesehen habe. Warum sage ich Häschen? Hase. Es war der Hase, den ich gesehen habe. Okay. Und da oben, schaut mal, das sieht interessant aus, dass da oben der Eingang zum Wald ist. Wir da oben aber gar nicht hinkommen, ne? Wir müssen ja nochmal durchs Wasser. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Wäre natürlich ganz cool.
wenn man da irgendwie einen Shortcut jetzt hätte, wenigstens mit einem Blümchen oder so, aber anscheinend hat man da nicht dran gedacht. Aber das ist ja kein Problem. Ich frage mich halt nur, wie Kushi und Susanoo hier durchgekommen sind. Gut, Susanoo kann ich mir noch irgendwo vorstellen, dass er das schafft. Aber Kushi? Da kann ich es mir halt nicht vorstellen. Wirklich nicht. Aber naja. Einmal so und durch. Easy. Damit hätten wir also das erste Hündchen, die Loyalitätskugel bekommen. Machen wir halt den Hundekrieger, ne? Also ich meine, so weit weg von dem Hund sind wir jetzt nicht, ne? Dass wir das einfach machen könnten. Ist halt die Frage, ob das reicht, ob der Hund halt wirklich kommen muss, ob die gute Fusehime den Hund selbst braucht oder ob die Kugel des Hundes reicht. Aber gut. Hoppa. Mensch, bist du da immer noch am Trübsalblasen, Junge? Wirklich? Rufst du immer noch nach ihm? Das Wasser im tiefen Abgrund ist immer natürlich, aber es kann... Okay. Ja, Mondfisch. Ja. Und Moment, ich brauche einen Moment. So. Okay, sorry für den ganz kleinen Schnitt. Freundin hat mir eben geschrieben, dass sie gerade Feierabend hat. Und ich musste ein bisschen kommunizieren, selbstverständlich, wie sich das gehört. Aber... Gerade habe ich noch ein bisschen zu tun. Und zum Glück habe ich frei. Aber gut, ich glaube, wir sind hier doch ein bisschen zu früh gewesen. Anscheinend hätte ich doch zuerst zur Sasa-Zuflucht gemusst, wie es scheint. Denn dort können wir auf jeden Fall auch noch was tun. Ah, Moment, was ist das denn? Warum öffnet sich gerade OBS? Ah, ich brauche OBS gerade nicht. Moment. Okay, alles klar. Ah, sorry. Nee, brauche ich definitiv nicht. Aber, oh, schaut mal hier. So ist das. Manchmal übersehe ich echt auch ein paar Kleinigkeiten. Ja, das ist definitiv eine nette Kleinigkeit. Ein paar Glasperlen. So, was wir aber machen wollen, ist nun mit den Informationen, die wir haben, können wir auf jeden Fall zum Haus der Zungenschneider. Ich glaube, wenn wir vorher versucht hätten, dahin zu gehen, dann wäre da nicht sehr viel passiert. Denn das Spiel hätte wahrscheinlich nicht erlaubt, dass wir... dort schon etwas anstellen können, weil wir quasi noch nicht in Anführungsstrichen Beweise hätten, dass hier etwas vor sich geht. Aber im Moment, hey. Gier, was für ein lecker aussehender Köter. Du bist erst dieser Spatz und jetzt ein Hund. Das wird ja ein richtiges Festmahl. Ihr seht schon, der weist uns quasi schon direkt darauf hin, dass hier irgendetwas los ist, ne? Komm schon, Köter, es ist Essenszeit. Willst du mich auch... Oh, mit seinem Stöckchen will er mich hauen, ne? Nix da. Lass mich bloß in Ruhe. Kommen Sie auch mit? Jedenfalls, was wir machen wollen. Isum, glaube ich, hat das schon mal gesagt, dass wir hier aufs Haus gehen könnten. Und hier gibt es auf jeden Fall eine Stelle von Brettern, die ein bisschen ein Loch versucht haben abzudecken, ne? Gehen wir da doch einfach mal durch. Das ist nämlich wichtig. So, wir sind jetzt in der Küche, ne? Und schaut mal hier. Hey, was machst du hier schon wieder, Köter? Du hast wirklich Nerven, einfach so in Häuser und anderen Leuten reinzugehen. Du wirst dich noch nicht einmal ein... Was? Du wirst noch nicht mal einen vernünftigen Snack angeben, du dürrer Köter. Mein Mann hat uns ja schon ein leckeres Tier zum Essen gefangen. Wenn es endlich aufhört zu zwitschern, dann können wir endlich loslegen. Ihr seid ja drauf, ne? Du hast noch was zu sagen? Soll ich dir wirklich noch mehr zuhören? Ich frage mich, ob der Mond heute Nacht wieder scheint. Mondlicht kann ein wirkliches Ärgernis für uns sein, weißt du? Es scheint uns seltsame Kräfte zu geben und unsere wahre Gestalt zu. Deshalb macht es uns die Sache schwer, ein normales Leben vorzutäuschen. Und wir werden... What the fuck ist los mit dir? Ah nein, ich will dir nicht noch mit zuhören. Ja, ich hab's schon kapiert. Ja. Aufnehmen. Komm mal mit. Ja, noch bringt das nichts. Was machst du da, du dummer Köter? Wo wolltest du mich denn hinziehen? Aber merkt euch einfach, dass Mondlicht etwas Interessantes bei ihnen hervorruft. Deswegen gibt es gerade tatsächlich nichts anderes zu tun, als einfach mal darauf zu warten, dass es, ja, Nacht wird. Deswegen würde ich sagen, warten wir kurz. Der komische Opa hier. Ja, nein, ich will nicht, dass du mich... Ja, ist gut, du kriegst mich nicht. Ich verstecke mich hier oben, da kommst du nicht hin, ne? Oh. So, na. Okami, kannst du da mal hoch? Kannst du bitte da mal oben bleiben? Das gibt's doch nicht, dieser Hund. Okay, aber warten wir einfach hier oben und warten jetzt mal, bis es dunkel wird. Na, endlich ist es Nacht geworden. Das hat ja lang genug gedauert, aber gehen wir mal endlich nochmal hier hoch. Ich habe bestimmt gerade 5 Minuten gewartet, ey. Heureka.
Aber gut, jetzt nochmal das gleiche, ihr seht schon, die Gute hier macht immer noch weiter. Der Mond scheint wieder mutig, kann wirklich Ärgernis für uns sein, weißt du, ganz genau. Was wir nämlich machen wollen? Ja, ja, ihr täuscht etwas vor. Komm her. Komm hierher. Schaut mal. Ah, du hast mich gesehen. Wo kommt denn der Schatten her, was es auch immer ist? Es ist nicht menschlich. Du hast mich also gesehen, jetzt werde ich dich, what the fuck, und fressen. Na, zeigt mal. Kommt raus und kämpft. Ja, im Haus ist ein bisschen zu klein, ne? Mensch, die beiden. Na, wer seid ihr? Mensch, neue Gegner. Ihr wollt's wissen, ne? Ein Schwan mit Flügeln und Fächern und Schwertern. Okay, es ist Miniboss-Time, wenn man so will. Warten wir. So, jetzt können wir zwei in die Flügel stutzen und direkt eine Bombe dazwischen malen. Kommt. Noch ein Kraftstrich. Den wollen sie halt, ne? Bist du schon down? Sauber, du bist ja schnell down gewesen. Bei dem machen wir das auch noch. Oh, komm. Na. Genau, nochmal. Sind ungefähr wie diese Gegner, die wir am Anfang hatten. Wenn wir ihre Abwehr durchbrechen, dann sterben sie relativ fix. Aber ein Kraftstreich, den wir da anscheinend nicht haben, ungefähr nicht zu werden. Naja. Das war nicht so schwer. Und wir erhalten etwas. Hey, hey, hey. Chun. Ah, das kannst du mir vorstellen. Es fühlt sich wunderbar an, wieder frei zu sein. Hab vielen Dank, Hündchen. Lass mich dich streicheln. Wirklich? Oh, das freut Okami aber auch, ne? Mein Name ist Chun, kostbarer Blumen des Gasthaus Spatz. Ja, ich glaube, ich hätte bei den Hundekriegern hier anfangen sollen. Das hätte mehr Sinn gemacht, weil wir dann einfach in die anderen Gebiete gegangen wären. Aber na gut, ich habe es jetzt irgendwie falsch rum gemacht. Ist aber nicht so schlimm. Aber immer wenn ich alleine gehe, dann fangen mich diese Monster vielleicht wieder. Würdest du mir zusammen zur... Was würdest du mit mir zusammen zur Sasa-Zuflucht gehen, Hündchen? Bah, dieses Kind ist ganz schön anstrengend. Nun gut, bleiben wir ein bisschen bei ihr. Du. Was geht mit dir? Ja, ja, ja. So, je schneller wir dieses nervige Ding los sind, schaut mal, egal wo wir hingehen, das Ding verfolgt uns, ne? Wir können es aber auch nicht rahmen, das ist immer ein Stück vor uns. Das ist wie dieser lilane Drache in South Park, ne? Komm, komm, fang mich. Fang mich. Das wird nichts. Na dann komm. Kann die mithalten mit uns? Tatsächlich. Ui. Ach komm. Na komm, bist du noch da? Ah, oh nee, du lass mich in Ruhe. Hab grad keine Lust auf Random Fights. Und der ist immer noch nicht reingekommen. Wenn der wüsste, dass er so einfach dahin kommen würde, ne? Aber das weiß er anscheinend nicht. So. Bambusdorf, Sasa zur Flucht. Wieder mal. Ami, ist das nicht dort, den Herr Bambus erwähnt hat? Er sagt, er könne keine Bambus mehr für seinen Bambuswarm bekommen. Aber vielleicht, wenn wir ihn die Tochter hier zurückbringen, lassen vielleicht Gnade... Wie sagt man? Gnade vor Recht? Wobei, wir haben ja nichts Falsches gemacht, ne? Hey, du Gammler, was willst du in der Sasa zur Flucht? Der ganze Spatzenstamm ist im Moment in höchster Alarmbereitschaft. Ja, aber dann schaut doch mal hin. Chun? Hi, ich bin zurück. Boss, Boss, sie ist wieder da. Da dreht sich der Dicke auch erstmal um. Hat auch nichts Besseres zu tun, ne? Big Boss. Ich werde nicht mehr alleine rausgehen. Ja, tacke ihn erstmal. Zwitscher. Oh oh. Der Boss ist erfreut. Bist du dir deswegen sicher? Dieses weiße Hündchen hat mich gerettet, Paps. Du gibst ihm etwas, um ihm zu danken, nicht wahr? Zugang würde eigentlich schon reichen. Oh. Öffne die Tore anscheinend ungefähr. Der Boss hat dich akzeptiert, du Glücklicher. Okay, dann du kommst besser rein. Na, dann machen wir das doch. Sehr nice. Wir haben jetzt Zugang zur Sasa-Zuflucht. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass sie auf jeden Fall Canon ist. Denn in die Sasa-Zuflucht müssen wir auf jeden Fall. Ist hier nichts gewesen? Wirklich nicht? Ich hätte schwören können, dass wir hier was holen können. Aber anscheinend nicht. Aber merkt euch einfach, dass es hier noch einiges zu holen gibt, was wir heute noch nicht holen können. Wir werden also auf jeden Fall auch nochmal zur Sasa-Zuflucht zurückkehren. Mensch, da bist du ja, ne? Eine Gastwirtin. Du siehst aus wie sie. Ich bin eine Dienerin hier. Lass es uns wissen, wenn du irgendetwas wünschst. Wo sind die Nutten? Nein. Einmal im Monat in den roten Zahlen. Schon schlimm genug, keine Gäste zu haben, aber das Haus zu schließen... Ja, macht ihr keinen Cash, ne? Logischerweise, aber gut, wenn der Vater so entscheidet.
Ratten essen Samen? Weiß nicht, ich meine, ich habe keinen Käse. Ah, muss ich gleich an... Das war keine Ratte, das war eine Maus, oder? In Dragon Quest 8, die man mit Käse füttern konnte. Ah, Dragon Quest 8. Na, mal schauen. Dragon Quest ist gerade eigentlich nicht auf meiner Agenda. Ich hätte eher gedacht, vielleicht mit Final Fantasy wieder anzugehen nach Tales of Symphonia. Woran ich gerade eigentlich stark denke, ist Final Fantasy 7 oder Final Fantasy 15 auszuprobieren. Ich würde Final Fantasy 15 aber vorher komplett durchspielen, keine Sorge. Aber diese beiden sind bei mir gerade ziemlich hoch im Kurs. Und es ist wirklich ein sehr gutes Gasthaus, oder? Ja, hast du noch was zu sagen? Was guckst du so besorgt? Ha, entspann dich, hier gibt es keine unheimlichen Monster in der Nähe. Ja, Ausnahme, ne? Ja, aber deswegen, also falls das ein Titel für euch ist, einer der beiden, lasst es mich wissen. Das sind nämlich zwei Titel, wo ich denke, die würde ich gerne als nächstes Final Fantasy Projekt angehen. Ich gehe auch sehr stark davon aus, dass mein nächstes RPG wieder ein Final Fantasy ist. Und da würden die beiden eigentlich passen. Tactics gäbe es auch noch und hier ist eine verstreute Perle. Aber Tactics, ich glaube, besser wäre es bei Tactics, wenn ein paar mehr Leute auf jeden Fall zuschauen würden, weil ich bei Tactics gerne die wichtigen Charaktere, die ich behalten will, alle nach Zuschauern benennen würde. Vielleicht wollen die Götter mit mir teilen, dass ich mich ausruhen soll. Ich habe hart gearbeitet, aber ein Händler ruht niemals. Na dann verkauf uns doch etwas. Ja, hast du Goldstaub? Natürlich hast du keinen Goldstaub, dann bist du mir egal. Was ist denn das hier? Das ist doch, Show, oder? Aber scheint lange nicht benutzt worden zu sein. Ja, offensichtlich nicht, Gison. Hast du recht. Solange wir die verstreute Perle geholt haben, haben wir eigentlich das Wichtigste hier schon geholt, würde ich meinen. Aber ich möchte hoch und ich glaube, diese Seite auch noch überprüfen. Ja, hier gibt es einige Türen. Erinnert mich ein bisschen an ein Gebiet später im Spiel. Aber das, ja gut, ich will das jetzt nicht unbedingt triggern, aber es erinnert mich an ein Gebiet, wo wir später noch hinkommen. Der gute Blutaro weiß wahrscheinlich, was ich meine. Das ist nach dem ersten Drittel des Spiels, kurz vor Ende des zweiten Drittels, glaube ich. Ungefähr. Mensch, der futtert aber schnell. Dann kann ich alles hier wegnehmen, ne? Ist toll, dass ich diese ganzen Sachen jetzt hole, wo mein Magen... Och, wie Okami da raufspringt. Ich habe nicht mal springen gedrückt, hat die Rampe genommen hier. Sasareis. Mensch, wie kann ein Hund so viel fressen, ne? Sasafleisch. Das sah echt gut aus. Hey, hey, hey. Wow, jetzt servieren hier sie hier auch schon für Hilfe. Naja, das ist ja ein ganz seltsames Gasthaus, aber das Essen ist unglaublich gut, vielleicht träume ich. Ich meine, ein Gasthaus, das von Spatzen geführt wird. Ja, stimmt schon. Klingt aber interessant. Ich frage mich, ob... Ich meine, in Japan gibt es eh lauter verrückte Sachen. Wäre interessant zu wissen, ob man sowas hier wirklich kopiert hat. Ich meine, ich habe so ein Gasthaus, was von... was von Spatzen geführt wird. Das kann durchaus sein. Aber wir gehen auf jeden Fall erstmal zum Boss. Schaut mal, hier sind lauter Schatztruhen. Zu denen kommen wir gleich. Erstmal würde ich sagen, reden wir mit denen. Wir haben bereits auf dich gewartet. Du hast bei der Suche nach Chun gute Arbeit geleistet. Wir wollen dir auch danken. Als ich Pups alles über dich erzählt habe, war er sehr erstaunt. Stimmt doch, Pups? Zwitscher. Oh oh. Der Boss ist sehr von dir beeindruckt. Wir wollen dir alles in diesen Körben als Belohnung geben. Du kannst dich unten im Gasthaus ausruhen. Und die heiße Quelle hinter dem Gasthaus ist super zum Entspannen. Das ist ziemlich nice, ne? Wir hätten die Truhen auch schon vorher öffnen können, bevor wir mit ihm reden. Wollte nochmal schauen. Aber ja, wir kriegen hier eine Menge Schätze und es lohnt sich definitiv hier alles mitzunehmen. Ich meine, entweder sind es halt solche Items wie Exorzismus oder es sind Sachen, die wir verkaufen können. Deswegen, definitiv hat sich die Sache doch mal gelohnt. Stahlfaustsacke, um unseren Angriff zu erhöhen, werden wir definitiv auch noch benutzen für manche Bosse, damit sie ein bisschen schneller gehen. Dann Stahlfaust Seelensacke, dass wir mehr Abwehr haben, werde ich gegebenenfalls auch benutzen. Ich meine, warum nicht? Es gibt genug Kämpfe, wo ich viele Treffer einstecke. Und viele Lebenspunkte haben wir gerade nicht. Deswegen bietet sich das ja auch geradezu an. Ein Holzbär, eine der 13 Statuen, die wir auf jeden Fall, glaube ich, holen müssen. Und noch ein Korallenfragment. Jupp, das ist super. Und dahinter ist nichts, okay. Alles klar, aber wir haben einige Schätze bekommen. Und dadurch, dass ich zwei Schnitte gemacht habe in dieser Folge, glaube ich, haben wir noch Zeit. Wir sollten auf jeden Fall noch Zeit haben, dass ich hier noch ein bisschen weitermachen kann. Ich denke es. Sonst haben wir am Ende irgendwie 20 Minuten oder sowas. Ah, bin ich falsch gelaufen? Nee, wir sind richtig. Alles gut. Hier haben wir noch was. Komm, Bude, 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 Bude. Boom. Noch ein Schätzchen. Lockwarenset. Dankeschön. Und was geht bei dir, ha? Huh? Na?
Entschuldige bitte, warte bitte eine Minute. Das ist das Sasa-Badehaus, die berühmte heiße Quelle des Gasthaus Spatz. Aber ich befürchte, das Wasser ist uns ausgegangen. Wir haben im Moment geschlossen. Was soll das heißen? Es gibt kein heißes Wasser mehr. Das ist eine heiße Quelle, oder? Was passierte neulich? Da war eine Art Erdbeben. Ich dachte, ich hätte ein Monster brüllen gehört. Dann hörte das Wasser einfach auf zu fließen. Erdbeben und ein Monster brüllen. Ich frage mich, ob das die Störung war, als alles schwarz wurde. Seitdem bete ich, dass das Wasser wiederkommt, aber es gibt kein Anzeichen, dass das Wasser zurückkommt. So etwas ist noch niemals zuvor in der Geschichte des Sasa-Badehauses passiert. Es tut mir leid, dass du den ganzen Weg gekommen bist, nur um enttäuscht zu werden. Ich gebe mir selbst die Schuld. Zur Strafe werde ich in eine Pfanne springen und mich selber braten. Du bist ja drauf. Naja, hast du noch was zu sagen? Bitte fließ wieder. Ich habe gebetet und gebetet und gebetet, aber das Wasser will einfach nicht fließen. Das ist es. Das Ende des Sasa-Badehauses. Es ist trockengelegt. Was würden bloß meine Ahnen dazu sagen? In einer Pfanne zu springen wäre ein passendes Ende für mich. Ja, ich hab's dir schon gesagt. Hör doch mal auf damit. Hey, Herr Bambus. Der Bambus der Sasa-Zuflucht riecht wie kein anderer. Ich kann es kaum erwarten, zu beginnen, meine Bambusware zu machen. Ich muss rechtzeitig zum Fest fertig werden. Hey. Das ist der alte Bambus-Typ. Der Spiegel ist ziemlich cool in der Animation hier. Oh, hallo Wölflein, kleiner Kobold. Dank euch für eure Hilfe. Seitdem du die Tochter des Spatzenboss gefunden hast, ist es wieder möglich, in die Sasa-Zuflucht zu gelangen. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie danken. Gibt es irgendwas, das dir Probleme bereitet? Probleme? Nee. Aber der Spatz da drüben scheint Probleme zu haben. Ja, red doch mal mit dem. Bitte lass mich alleine. Ich muss die Dinge richten. Ich will den anderen kein schlechtes Beispiel geben. Wenn ich mein Fleisch den Göttern opfere, dann werden sie die Quelle wieder fließen lassen. Mhm. Und schon geht das wieder los. Du möchtest diese ausgerochene Quelle wieder zum Fließen bringen? Ich kann da vielleicht ein bisschen helfen. Der Bambusbehälter auf meinem Rücken reagiert auf unterirdische Mineralien. Ich sollte in der Lage sein, herauszufinden, wo das Wasser der heißen Quelle ist. Bist du dir deswegen sicher, Großväterchen? Jo, meine Bambuswache lügt niemals. Aber ich werde Hilfe brauchen. Nun, sei ein gutes Wölflein und grab mir ein Loch. Es wird lustig, wie ein Spiel, ganz genau. Wir haben hier eine Art Minigame, die aber in diesem Fall Canon ist. Aber das kommt öfter vor. Sehr gut, ich werde das heiße Quelle-Grabspiel erklären. Wenn das Spiel beginnt, werde ich anfangen, umherzulaufen. Deine Aufgabe ist es, schnell zu graben, sodass ich tief runterkomme. Aber sehr vorsichtig, es lauern viele Gefahren unter der Erde. Ich werde mich beim Laufen auf das Wasser konzentrieren. Deshalb werde ich Gefahren nicht ausweichen können. Und wenn ich zu schwer verletzt werde, dann werde ich nicht weiterspielen können. Aber wenn ich tief genug hinunterkomme, dann werde ich dir zeigen, wo das heiße Quellenwasser hochkommt. Soll ich das noch einmal erklären? Nee. Nun gut, dann lass uns das heiße Quellergrabspiel beginnen. Okay. Ja, was wir also im Klartext machen müssen, ist aufpassen. Das ist ein bisschen wie Lemmings, nur dass wir ihn bewegen müssen. Wir müssen halt Boden kaputt machen, rammen und so weiter und so fort und halt hoffen, dass dieses Männchen genau den richtigen Weg läuft. Und was wir auch machen können, ist hier zum Beispiel, zack, können wir halt runter, ne? Dann können wir das da rammen, können hier dafür sorgen, dass wir runtergehen. Ihr seht schon, wie das aussieht, ne? Diesen Boden können wir kaputt machen, der lilane Boden, der macht zum Beispiel Schaden, da wollen wir also nicht hängen bleiben. Den können wir hier durch, den hier können wir per Kraftstreich treffen und hier kann er zum Beispiel durchschwimmen. Das heißt, wir müssen eigentlich auf jeden Fall nur nach unten. Und er läuft halt immer von links nach rechts und so weiter und so fort. Da lang, glaube ich, will ich aber zuerst mit dir. Ich will nur sicher gehen, dass er da nicht in den Boden rammt, aber man kann den Charakter hier auch per Kraftstreich, glaube ich, einmal treffen, genau, dann dreht er nämlich um. So kann ich sicher gehen, dass er hier nicht hingeht. Ups, ich will das da haben. Sauber. Oh, komm. Ja, Zeitabzug, ganz toll. Komm. Und wo lang willst du? In die falsche Richtung, ich merke es doch. Ah. Na, kannst du bitte da lang gehen? Tu doch nicht so. Komm schon, steh auf. Komm schon, Opa. So alt bist du doch gar nicht. Hier kriegen wir nochmal ein bisschen Zeit zurück. Und jetzt nochmal hier durch. Und ich glaube, dann sind wir auf der untersten Ebene. Das erste hier ist also noch gar nicht so schwer. Gibt aber später so ein paar Level, die deutlich anstrengender sind. Na komm runter, Opi. Zeig mir wo. Alles klar, hier, ja? Dann buddeln wir mal. Sauber. Okay. Ja, wirklich nicht zu schwer. Die späteren, ich glaube teilweise optionalen, sind deutlich schwieriger.
Wasser. Das Wasser fließt wieder. Da musst du aber nicht in die Pfanne springen, ja? Da reitet auf Okami. Siehst du, wie ich schon sagte, meine Bambusfahrer lügt nie. Gut gemacht, Ami. Danke. Euch beiden. Das werde ich niemals vergessen. Ihr beide könnt jederzeit umsonst ins Badehaus kommen. Nice. Na, freust du dich nicht darüber, Okami? Oh, ich werde den heiße Quelle-Tanz ewig weiter tanzen. Okay, du bist ja happy. Naja, warum nicht? Oh, was ist das? Sieh, Ami, es passiert schon wieder. Also wenn wir jetzt nicht wieder eine Konstellation im Himmel haben, ne? Heureka. Jetzt müssen wir mal drei Dinger setzen, aber warum nicht? Eins, zwei und drei. Sauber. Eine Schlange im Wasserglas. Oder in der Wasserflasche. Kommst du nicht raus? Und Okami schläft einfach ein. Genau. Nulegami. Ich hatte mich hier versteckt und wanderte unter der Wasseroberfläche. Ich, Nulegami, Gott des Wassers, bin glücklich, dir meine Kraft zu verleihen. Befeuchte die durstige Erde. Das kann man auch irgendwie falsch verstehen. Und stelle den Glanz der Natur wieder her. Yay, das ist eine Technik, die sich auf jeden Fall als nützlich erweisen wird. Allerdings nicht so oft wie vielleicht der Kraftstreich oder dass wir Bäume restaurieren können. Aber sie hat auf jeden Fall situationsbedingt seinen Sinn und Zweck. Genau. Das bedeutet dann wohl, dass du den Wasserstrahl der Pinseltechnik bekommen hast. Oh, scheiß, heiß, heiß. Feuer, ich brenne, nein. Aber du hast Glück, Ami. Brauchst du ein bisschen Übung? Versuch das vorher mit der Technik Wasserstrahl zu löschen. Wasserstrahl, genau, das funktioniert ungefähr so wie mit den Ranken. Wir müssen einfach nur vom Wasser zu unserem Ziel eine Verbindung malen und schon können wir den Wasserfluss starten. Zieh einen Strich von der heißen Quelle aus zum Spatzen. Ganz genau so und so. Fast, aber noch nicht ganz. So machst du einen Strom, indem du einen Strich vom Wasser ziehst, aber um das Feuer... Ja, ich dachte, ich hätte auf seinen Rücken gezählt, aber machen wir nochmal. Von hier dahin. Bitteschön. Exzellent, kein gebrauchter Spatz für dich, aber zumindest kannst du einen Strahl machen. Aber das ist noch nicht die ganze Macht vom Wasserstrahl. Siehst du das blubbernde Wasser in der Mitte der heißen Quelle? Das nennt man eine Wasserkraftstelle. Die Kraft des Wassers ist dort konzentriert. Wenn du von dem blubbernden Wasser aus einen Strich direkt hochmalst, würde ich wetten, erschaffst du eine riesige Wassersäule. Das können wir auch mal versuchen. Das heißt, von hier einfach nach oben. Genau, dann passiert sowas. Das ist es, was ich gemeint habe. Jetzt beherrschst du Wasserkraftstellen. Und genau, wir können komplett drauf springen und hier hoch. Ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Vielleicht können wir das einsetzen, um Schätze an hochgelegenen Plätzen zu finden. Ich erschaffe einfach eine Wassersäule, wenn du eine Wasserkraftstelle siehst. Das ist ziemlich cool. Und dann können wir hier auch gleich, glaube ich, wieder ein Kleeblatt bekommen. Aber cool, wir haben eine neue Technik geholt. Ach komm, großer Kreis. Dankeschön. Jedes bisschen Glaube hilft uns. Und wieder runter. Ihr seht schon diese Wasser nach oben Stelle, die hält halt dann bedingt ein bisschen, ne? Ich glaube, da so ein bisschen zu zeichnen reicht schon, geht komplett hoch. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Wenn ich alles gebe und mich voll auf meine Bambuswahl konzentriere, könnte ich vielleicht eines Tages wieder jemandem helfen. Ich muss los und etwas Bambus aus dem Dickicht zum tiefen Innern der Zuflucht holen und das heißt, ich muss durch das Tor gehen. Das Tor ist zu, aber es öffnet sich nicht, bis dieses große Bambusrohr umklappt. Und wer weiß, wann das passieren wird. Ich werde es einfach geduldig abwarten müssen. Oder durch die neue Wassertechnik können wir auch einfach nachhelfen, ne? Ungefähr so. Und ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt auch denken, als kleiner Spoiler, wie Kushi Wasser in ihren Topf bekommen wird, ne? Deswegen sage ich ja, ich hätte eigentlich zuerst hierher gehen sollen. Aber ich habe es halt falsch schon gemacht, dadurch haben wir das schon gesehen und auch schon den Hund aus Kamiki geholt. Das hätten wir alles sehr später machen können. Aber ist ja nicht so wild. Dadurch, dass die Parts so lang sind, denke ich, haben wir nicht so viel Zeit verloren, wenn überhaupt. Aber, was haben wir denn hier? Was geht mit dir? Zwitscher, zwitscher. Wow, ganz schön viel Gezwitscher hier.
Hey, was soll denn das ganze Gezwitscher? Nenn mich nicht Kind. Ich habe einen Namen, weißt du, er lautet Tai. Und ich zwitschere nicht, ich weine. Heulsuse Tai? Ich wusste es. Oh, du weinst. Also was soll dieses komische Geweine von dir? Take ist weg. Er verschwand, während wir draußen spazieren waren. Oh, wer ist denn Take? Er ist mein Hund. Ich habe meinen Hund verloren. Aha. Ah, der Hundesucher ist auch aufgeploppt. Könnte das heißen, dass... Warum hast du Onigiri auf dem Kimono? Wow, Hundesucher ist plötzlich erschienen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass dieser Hund... Moment, ah, okay, alles klar. Das bedeutet wahrscheinlich, dass dieser Hund einer der Hundekrieger ist, ne? Der Satomi-Hundekrieger ist. Ah, dann müssen wir ihn erstmal finden und... Hier sind noch ein paar Tiger. Oder wir haben erst eine Katze. Siehst du auch, was ich sehe, Ami? Die Tiger, oder? Oder habe ich Halluzinationen oder sowas? Der Bombus da drüben sieht aus, als ob er blinken würde. Aha. Dann fällen wir den richtigen Bambus gleich, aber... Frisst du Fisch? Nee, ihr frisst wirklich nur Fleisch. Och Mist, das ist mein letztes gewesen. Jetzt sag mir nicht, dass ich jetzt gleich nochmal Fleisch brauche. Das wäre nämlich doof. Ich glaube, dann gehen wir mal kurz zurück zur Sicherheit. Ich gehe lieber erstmal kurz zum Händler. Es tut mir leid, aber wenn mir jetzt gleich das Fleisch ausgegangen ist und wir dann nochmal zurück müssen, um... Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was zu triggern, und hier sind auch Spatzen. Ja, dann wäre ich nämlich ziemlich genervt. Deswegen gehe ich dann doch lieber jetzt zurück. Ah, ich hätte die Tiger noch nicht füttern sollen. Naja, naja. Noch mehr werde ich mich ärgern, wenn ich da sofort einen Fleischsack hätte bekommen können. Aber gut, glücklicherweise ist ja hier auch ein Händler gewesen, ne? Es ist also nicht so, dass wir jetzt komplett zu einer alten Ortschaft laufen müssen. Das zum Glück nicht. Wir müssen nur zurück in die Sasa-Zuflucht. Da gab es ja einen Händler. Da mache ich mal kurz einen Cut und wir sehen uns dann direkt beim... Ja, wenn ich hier wieder zurücklaufe, würde ich sagen. Ja, bei der Transition gehen wir einmal schnell durch. Na, da hätten wir doch mal ordentlich Zeit gespart. 6-mal Fleisch gekauft. Also wenn uns das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ah, dann dashen wir nochmal los. Unglücklicherweise konnten wir wenigstens auf dem Weg zurück ein paar Spatzen füttern. Hat sich das ja auch schon wieder gelohnt, ne? Ich glaube, die waren noch vorher nicht da. Oder vielleicht waren sie nicht da, weil es Nacht war oder so. Ich bin nicht mal sicher. Mensch. So, dann schlitzen wir mal. Schlitzen wir mal los. Das war ja nicht so schwer, ne? Was macht denn der Hund da drin? Und wie, ich muss dich jetzt nicht füttern. Tatake! Take ist wieder da. Take? Was ist los, Junge? Warum knurrst du? War es dieser weiße Wolf, der dich verschwinden ließ? Das glaubst du auch selber nicht. Ich glaube, dieser Fluss hat versucht, uns etwas zu sagen. Weißer Wolf, mit welchem Recht trägst du den Hundesucher? Kämpf mit mir und beweise, dass du würdig bist, ihn zu tragen. Hundekrieger Gi Take? Hast du das gehört, Ami? Er muss einer der Hundekrieger sein. Der Hundesucher hat ihn echt wütend gemacht. Was wirst du machen, Ami? Gut, machen wir. Okay, sicher, dass du bereit bist. Gib jetzt alles. Okay, es ist Boss-Time gegen Hundekrieger Gi. Takagi. Na, das war Detektiv Conan. So, komm her. Mal sehen, was du kannst. Nee, das schlitzen wir direkt. Genau, und kannst du mal stehen bleiben? Hier, kriegst auch eine Bombe. Die macht er. Ach komm. Nee. Schlitzen. Das ist das Beste, was wir machen können. Hauptsache, wir blocken ab, wenn er hier anfängt zu leuchten, weil sonst hätte er auf jeden Fall was vor. Und dann hoffentlich eine Bombe. Ja, das war gut. Nee. Du bist ja anscheinend der leichteste von euch. Versuchst halt immer direkt deine Spezialattacken rauszupfeffern, ne? Na komm. Hörst du mal auf. Ich schmeiß hier nicht den... Kannst du mal stehen bleiben? Dann frisst die Bombe. Komm, 2, 3. Komm. 1, 2. Und Schlitzer. Ja, der hat mich ein bisschen gestresst gegen Ende, aber der war nicht so schwer. Werd aber von Zeit her wahrscheinlich nicht das Maximale kriegen, ne? Doch? Okay, cool. Ich dachte, wir haben uns ein bisschen angestellt, aber anscheinend nicht. Hör auf damit. Ich werde nicht zulassen, dass du Tage so fertig machst. Versuch's doch, Vögelchen. Warte einen Moment, Vögelchen. Tommy, ich bin nicht wie ich. Bin ich nicht.
Ich weiß, dass Fusihime mich gerufen hat. Es ist meine Pflicht, Rotem, den Schänder des Windschreins, zu besiegen. Aber ich kann nicht zurückkommen. Dieser Ort hier ist in großer Gefahr. Die Munzer werden die Sasazu-Frucht überrennen, wenn ich nicht da bin. Und der Spatzenstamm, sie würden alle. Ach, was soll ich nur tun? Anscheinend kriegen wir auch deine Power, hm? Haben wir einen auf Mega Man? Ich meine, es ist Capcom, aber... anderer Franchise. Nice, die Pflichtkugel erhalten. Was ist das? Die Kugel der Macht hat dich erwählt. Mein Zwiespalt ist endlich gelöst. Ich werde hier für den Spatzenstamm gegen die Monster kämpfen. Sogar wenn wir getrennt sind, schlagen die Herzen der Hundekrieger noch wie ein Herz. Warte mal eine Sekunde. Was denn? Kugel der Macht ist... Ja, okay, du sagst aber genau das Gleiche. Wie auch immer. Ich schätze, es wird irgendwie schon einen Sinn machen. Genau, aber ich würde sagen, wir können dich jetzt noch füttern. Gut, dann machen wir das halt so rum. Ist mir auch recht. Sehr nice. Nochmal 10 Glaube bekommen. Und hast du noch was zu sagen? Ich werde nicht zulassen, dass du Tage so fertig machst. Ach komm. Der Kampf ist zu Ende. Ach, du gehst mir auf die Nerven. Aber ich glaube, hier hinten irgendwo sind nochmal Tiger, oder? Gehen wir mal nochmal hier dran vorbei. Ich glaube, hier gibt es nochmal welche. Oder Häschen. Irgendwie glaube ich nicht, dass Häschen und Tiger so nah aneinander leben können. Das glaube ich irgendwie nicht. Ihr seid doch wie gemacht, wie die Beute. Deswegen legen die Hasen... Ich wollte schon sagen, Eier, was geht mit mir? Hasen legen keine Eier außer Osterhasen. Aber deswegen haben die wahrscheinlich so viele Nachkommen, ne? Weil die schon selber wissen, hey, von meinen Babys werden 8 von 10 gefressen. Oder vielleicht sagen wir 8 von 20. Und deswegen, ja, rammen sie halt so wild. Ja, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, bei manchen Tierarten ist das definitiv so, dass sie quasi die Menge macht, so ungefähr, ne? Ah, naja. Naja, so ist die Natur halt. Stellt euch mal vor, das wäre beim Menschen so. Gut, dass wir niemanden haben, der uns frisst. Also jetzt außer irgendwelche wilden Tiere mal, aber wer weiß, wer soll Menschen fressen? Aliens. Wieso willst du nicht den Dreck in der heißen Quelle von dir ab? Ja, nö, das ist doch gut. Es ist nicht an der Zeit für dich, Bambus holen zu gehen. Oh, du hast recht, das Fest ist ja schon bald. Es findet in der Vollmondnacht statt. Die Vollmondnacht, ja? Jo, das Dorf Kamiki veranstaltet das Kamiki-Festival in der Vollmondnacht zu dieser Jahreszeit. Hast du von der Legende gehört, die den großen Helden Nagi und Shiranui, die schreckliche Bestie mit Hilfe der Götter, besiegt haben? Darum zollt das Dorf den Göttern und dem heiligen Baum Respekt. Dieses Jahr ist das 100. Jubiläum des Sieges über die Bestie. Ich mache mal lieber eine Bambus, was meine Bambusware fertig, die ich auf dem Fest verkaufen möchte. Bratwurst, ich liebe Fest. Einfach. Wir müssen in diesem Tag unbedingt ins Dorf Kamiki gehen. Ach, und übrigens, Wolflein, ich würde dir gerne etwas geben zum Dank für deine Hilfe beim heißen Quelle-Grabespiel. Es ist nichts Besonderes, aber vielleicht wird es dir nützlich sein. Was kriegen wir denn? Eine Meerjungfrau-Münze, sehr nice. Das ist aber eine schmutzige Münze. Es gibt überall in Nippon kleine Quellen, die als Meerjungfrau in Quellen bekannt sind. Man sagt, dass man zwischen ihnen reisen kann, indem man diese Münze hineinwirft. Wenn das stimmt, dann kannst du durch ganz Nippon in kürzester Zeit reisen. Wirklich, das ist ja eine abgefahrene Münze. Sie müssen sehr wertvoll sein. Nein, nicht wirklich. Man kann sie sogar in Geschäften hier in der Umgebung kaufen. Ich hatte sie auch nur behalten, weil ich sie hübsch fand. Aber besitzt sie leider nicht viel. Tut mir leid. Hast du noch was zu sagen? Es ist schon fast Zeit für das Fest. Der Vollmond wird bald aufgehen. Es ist jetzt genau 100 Jahre her. Aber was denke ich? Genau. Aber wie sie es geliebt hat, den Mond zu betrachten. Wer ist Kaguya? Ich schwelge schon wieder in Erinnerung. Ich werde noch im Armenhaus enden, wenn ich nicht bald meine Bambusware fertig mache. Merkt euch den Namen Kaguya für etwas später. Aber gut, ich weiß nicht, wie viel Overtime wir haben. Deswegen ist es wahrscheinlich besser, jetzt hier den Cut zu machen, weil ich wirklich nicht weiß, wie oft ich jetzt gewartet hatte, dass Nacht wird und so weiter und so fort. Es könnte sein, dass der Part heute etwas länger ist. Aber gut, werden wir in der Lage sein, Ume in der nächsten Folge zum Hundekrieger oder beziehungsweise ihn dazu zu bringen, zurück zu Fusihime zu gehen oder nicht? Ja, das sehen wir dann. Ich bin Sion und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.